Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Two Point Hospital. Wir haben ein paar ausgebildet, ja, da in dem Dingsbums da, ja, wir haben eine Zeitungsstelle gebaut, oder ist das eine Zeitschriftenstelle? Entschuldigung. Mit sehr interessanten Zeitschriften, Ace, Huffelump, nein, Quatsch, das war Ace, nein, wo war Ace? Ach, da ist Ace, Huffelump, Terminkardiologie. Gut, wir haben, ja, einen kleinen Gewinn. Das müssen wir ein bisschen mehr Geld machen. Und ja. Das sollen wir machen. Ach, das haben wir erledigt. Ach so. Ich muss kurz husten, ich lange weg. Leuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Gut, den werde ich jetzt gleich einstellen. Gott, wie viele Abkratzen sind. So, in der letzten Folge, die, brauche ich schon wieder mehr Hausmeister. So, wie machen wir diese Einstellungen da? Verbessern wir mehr von den Patienten heilen, die sich an uns wenden. Das würde ich auch so sehen. Oh, wir haben wieder ein bisschen Geld. Das Problem ist... wir brauchen Geld. Weil diesen Flügel zum Bauen kostet 50.000, das Geld haben wir nicht. Das würde 30.000, das Geld hätten wir. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Geld. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ja, du brauchst nicht so gehen. Nervt klingen. Sollte sich meiner Meinung nach nicht an Jumbo Medical Solutions wenden. Ihre Allheilanlagen klingen zwar richtig gut, aber wozu sollte man gesund werden wollen, wenn man dafür seine Seele verkaufen muss? Stimmt's? Kann sein. Oh ne. Sieht sich alles an, Radioreporter besucht Entleuchtungsklinik. Ja, was soll ich machen? Was ist das? Kundenbetreuung. Was bist du denn? Bist du ein Assistent? Nicht jetzt. So, einstellen. Arzt. Oh, eine neue Bewerbung in 7 Tagen. Ach nee, Quatsch. Henry Riese. Gertrude Geschmäckle. Geborene Mentorin. Ihr ist kein... Oh, einstellen. Einstellen! So. Was könnten wir gebrauchen? Psychiatrie 3. Gut, machen wir ja später. Kurz vor Schwede husten. Es wäre irgendwie cool, wenn man da sehen könnte, ob das für einen Arzt ist oder... Arzt? Wahrscheinlich für alle. Diagnostik. Was ist das? Emotionale Intelligenz, Zufriedenheit, Patientenbetreuung. Allgemeinmedizin. Verbessert die allgemeinmedizinische Diagnosekompetenz. Behandlung. Verbessert die Behandlungskompetenz. Erstmal will ich wissen, wer dafür ausgebildet werden kann. Geschmäckle hieß die neue, gell? Da. So. Kurs starten. So. Wir müssen langsam das Geld in gut investieren. Und eventuell einen neuen. Was wollte ich jetzt sagen? Gott. Alzheimer. Was? Neue Krankheit. Discofieber entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Discofieber. Eine psychiatrische Erkrankung, die zu spontanen Tanzanfällen führt. Ausgelöst durch eine durch andauernde Disco-Hool-Einwirkung. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Psychiatrie. Discofieber. Ne, der hat kein Discofieber.
Was? Beförderung. Urlang macht. Urlang macht. Kann zunächst sagen, Assistenzärztin. Ja, gut. Gott. Bist du unzufrieden? Wann bist du denn zufrieden, Olle? Befördern. Die können durch Upgrade leistungsfähiger werden. Das ist jetzt der auf der 2. Ihr hört Harrison Wolf auf Radio 2. Reparieren. Der Band zufolge wurde der Song, den ihr gerade gehört habt, im Weltall aufgenommen. Irgendwo in der Nähe des zweiten Mondes von Jupiter. Das ist der Kleine. Ihr habt vermutlich nie von ihm gehört. Adrastea. So haben sie auch den Song genannt. Aber womöglich haben sie auch einfach nur zu viel Palpitation getrunken. Gut. Oh. Garstig, ja, egal. So, wo ist denn der Forscherarzt? Wie finden wir findet man den? Was sind denn die Ärzte? Es besteht Spukgefahr im Krankenhaus. So, wo habe ich denn den Forscher? Er muss langsam was erforschen. Zeit wird. Was ist das? Unzufrieden. Oh. Wo ist denn der Forscherarzt? Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. Ja, den hätte ich ja auch gern. Ja, wo ist... Ach, Moment, bist du der Forscher? Ups. Bist du der Forscher? Nein. Er ist unzufrieden. Du brauchst mehr Gehalt. Ich hab den Arzt aber. Den Arzt. Du bist Psychiatrin. Personal mit dieser Ausbildung 2. Hygienisch und günstig. Sehr schön. Da bin ich auch ganz zufrieden. So. Du bist der Chutney. Wo habe ich denn den Arzt mit Forschung? Wie findet man den? Karte. Oh, sehr schön. 60.000. Wartebildung, Behandlung. Gut, dann machen wir einen neuen Kurs. Hier bilden wir mal einen Pfleger aus. Wen können wir da ausbilden? Ach, das ist Schwester. Dann Tempo 110. 100. 100. 100. 100. Den allgemeinen Diagnose, Zirkustherapie, Kardiologie, Station. Dann so. So. Personal, sehr schön. Wo haben wir denn den Forscher? Ach, er ist hier drin. Sorry, aber... Hinweis für alle Patienten. Bitte du musst... Sie es, sich zu erbrechen. Es ist ein Traum. Ablehnen. 8 Ruf habe ich bekommen. Und 10k. Oder was? Doch. Sehr schön. Gut, also ich würde gerne was bauen, aber... Ja... 15.000. Radio 2Points eifrige Reporterin Sally Fick Blanket hat für ihren neuesten Bericht einige örtliche Krankenhäuser besucht
Und ihr, werte Hörer, erfahrt alles darüber, sobald wir herausgefunden haben, wie wir in euch über das Radio zufaxen können. So, schauen wir uns ein bisschen die Forschung an. Mischeberg. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. 6 Ärzte habe ich. 1. Das ist 2. 3. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Was? Nein. Weil, ja, das ist ein bisschen katastrophal hier. Das ist ein bisschen katastrophal, ja. Was machst du da wohl? Sieht schon nice aus für dich. Räusper, räusper. Was? Aber ich könnte es auch so lang gehen, oder? Da jetzt gerade keiner gebraucht wird, kann ich ja ein Update machen. Ihr habt doch genug Waschbecken. Pissflitschen. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer voll. Karriere jetzt hin. Reinige 100 Toiletten. Patienten. Warzen, was heißt das? Krankheitsruf. Okay, verstehe nicht. Egal. Ja, schon wieder einen abgenippelt. Also ich muss, glaube ich, wirklich... In die Psychiatrie, bitte. Apothekenverwaltung. Dann weißt du ja, wo du hingehörst. Zack. Gespeiert. Schon wieder... Sie möchten einfach nichts mehr von all den schönen Dingen im Leben hören? Positive Schlagzeilen und lobhudelnde Artikel machen Sie ganz krank? Dann lesen Sie den Tagesspötter. Denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Ist echt so kalt da drin? Ja, dann... nicht mehr. Ach, einen Fernseher kann ich da auch noch hinbauen. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Oh, ich habe da gar keinen Mülleimer reingebaut. Reingedingsbums. Ja, ich weiß. Wie steht mein Ruf? In Ordnung. Dann ist ja gut. So, tala. Ach so, der Gast. Also ich dachte schon, Arzt hat gekündigt, aber es müsste ja... benachrichtigt werden. Was ist das? Hä? Was ist das? Was heißt das? Angenehm? Keine Ahnung. Gut. Kurs starten. Was können wir denn noch machen? Bilden wir noch einen. Och, wir haben eigene Ausbilder. Bei der Arztpraxis. Lehrtempo. Machen wir die. Verfügbare Teilnehmer. Gut, dann sparen wir uns Geld. Warum ist der denn unzufrieden?
Forschungsprojekt abgeschlossen. Gut gemacht, wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Diese Entdeckung kann nun von der gesamten Organisation genutzt werden. Nach Abschluss eines Projekts suchen sich Forscher anderswo eine neue Beschäftigung, es sei denn, wir starten ein weiteres Projekt. Während wir neue Entdeckungen machen und weitere Gebiete des Countys bereisen, werden unsere Eierköpfe neue Forschungsfelder vorschlagen. Halte also nach neuen Projekten Ausschau. Gut. Dann, Upgrade. Untersuche Möglichkeiten, die Behandlung von grauer Anatomie zu verbessern. Das ist Geld, glaube ich. Weiterbildung, Forschung. Untersuche neue Forschungsmethoden, damit wir deine Forschung noch besser machen können. Radiologie. Nachdem Bangletek die Röral- und Rubalstrahlen entdeckten. Spritzenhaus. Entwickle einen Apparat, der Patienten ohne menschliches Eingreifen Injektionen herab verabreichen kann. Sie könnten ja ansteckend sein. Entwickle eine Maschine, um Patienten verschiedene Körperflüssigkeiten zu entnehmen. Das dient in erster Linie der Diagnose und hat außerdem einen enormen Unterhaltungswert. Mach mal das. Das ist ein neues Forschungsprojekt. Forschung abgeschlossen. Unsere Schlaufüchse haben ein Farbtherapiegerät entwickelt. Sie kann zur Behandlung von grauer Anatomie eingesetzt werden. Tja. Ist das jetzt ein neues Dingens? Farbtherapie. Tatsächlich. Das graue Anatomie bringt wieder Farbe ins Leben. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Die leiden ja darunter. Muss ich das kaufen? Look. Farbtherapy. Hallo, ich bin's wieder. Hallo, Claudette. Ja, ich hab gehört, ihr braucht meine Hilfe. Da hab ich mir einfach gedacht, ich komm mal wieder. Ist aber nett von dir, dass du wieder kommst, so kurz vor Schluss. Willst du etwas sagen? Die Folge ist gleich vorbei? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, das will ich dir aber auch abraten, weil ich bin nicht hergekommen, um wieder zu gehen. Okay. Okay, ich habe ein neues Hobby. Bienenzucht. Bisher habe ich nur 3 Bienen. Die sind nicht so leicht zu fangen, wie man denken würde. Aber ich blicke schon mit Freude all dem süßen, süßen Honig entgegen. Für euch gibt es hier erst einmal süße, süße Musik. So, der hat mich einfach unterbrochen, aber das macht nichts. So, dann was könnten wir da noch hinbauen? Oh, natürlich. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ich bin auch immer am Warten, bis ich mal wieder drankomme. Du. So, graue Anatomie. Ist das nicht super? So geht das nicht. So. Oh, eine Pflanze habe ich vergessen. Konnte ich das nicht tun? Ich weiß es auch nicht. Ja, was weißt du denn schon? So, supi. Dankeschön, Claudette. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ups, Bank. Heizkörper. So. Dass das mit den Krankheitsunfällen hat und haut jetzt ab. Zu den häufigsten Beschwerden gehören zu lange gewartet. Der Patient verbrachte 213 Tage im Krankenhaus. Oh mein Gott, ich habe wieder Minus. Oh Gott. Wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Wer wird denn hier gebraucht? Krankenpfleger. Ja, ich sehe es. Oh Gott, habe ich wieder nicht das Geld aufgebürst. Tja, was ist mit der? Diagnose benötigt. Ja. Gut. Jetzt wieder einer abgenippelt. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ja. Sieht schon nice aus. Gut. Die Folge ist gleich vorbei. Ja. Ich sag es mal so.
Ich muss es neu starten. Ja. Ja, es... Man lernt ja aus Fehlern und... Ja, ich lese das noch vor, dann mache ich die Folge aus und ihr dürft mich dann... Mitten University. Der Rektor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Man hat uns eingeladen, für die Mitten University ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten University wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden, und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird sie uns gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. Gut, das musste sein, das musste wirklich sein. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr würdet es auch so machen, gibt's das zu. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt, der kann ja gar nichts, der Typ da. Ciao.